Meine sehr, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte, teilnahmeberechtigte, hohe Festansammlung. Es ist meine große Ehre, hier, wo schon so viele schlaue Leute versammelt sind, dass ich unter diese ganzen Kanonen auch einmal bei sein darf. Und danke ich Ihnen herzlich, dass ich aus den schönen Ruhrgebieten hierher herbeigeeilt bin, weil das ja hier um eine Tageszeitung geht. Ne? Jo. Ja, ja. Und zwar, ich meine, die Zeitungen, also da ist ja, Junge, das haben die nämlich eben beinahe ganz vergessen, diese verehrte Vorredner, dass doch da wirklich ein Geheimnis hinter ist. Gucken Sie mal, wenn man überlegt, dass die jeden Tag, also genau in der Welt, so viel passiert, dass sie die Zeitung genau voll kriegen, ne? Ja, ne? Ich meine, ja, ja. Ich meine, oder haben Sie schon mal erlebt? Ich könnte doch mal sein, dass Sie meinetwegen halbe Seite freilassen müssen, nicht? Oder drei Viertel oder schon mal über den Rand rausschreiben. Ne, aber genau jeden Tag so viel passiert in der Welt, dass, wie gesagt, alles voll wird. Ne? Und auch deshalb ist das für mich, also grenzt das schon beinahe an so ein siebtes Weltwunder. Und meine eigene Zeitung, nicht, darf ich ja frei bekennen, die hat mich auch begleitet bisher durch das Leben von der Wiege bis zur Bahre. Das heißt, Bahre wollen wir nicht hoffen, ne? Aber na, ehrlich, wie damals unsere Mutter, nicht, eines Knäbleins genas, nicht, also meiner selbst, nicht. Ja, stand am anderen Tag in der Tageszeitung, ne? Oder wie ich Kommunion hatte, dem wir unseren Jakob entflogen war, nicht, der Wellensittich. Nicht, so wurde das auch durch die Tageszeitung eine breitere Öffentlichkeit bekannt gemacht. Ne? Und deshalb möchte ich mir jetzt auch die Ehre nehmen und auch noch einen Vortrag zu Ihren Glücke, also dass ich mein Schärflein auch noch, naja, wissen Sie ja Bescheid, ne? Und zwar Thema ist Tagespresse und Pluralismus. Nicht, ja, nee, Sie lachen, aber vielleicht haben Sie auch schon mal alle Leuten gehört, dass wir ja alle heutzutage in diese pluralistische Dingens, also das heißt, ich persönlich lebe ja Gott sei Dank nicht da drin, ne? Ja. Ne? Weil ich doch also zu Hause ein geordnetes Verhältnis habe. Ja, ne, ehrlich, da können Sie gucken kommen, nicht? Ist alles in Butter, nicht? Die Oma, dann unsere Mama, also meine Frau, das unbekannte Wesen. Nicht? Und auch die Ehe flutscht wunderbar. Ich, ja, ehrlich, Sie 24 Jahre verheiratet, aber noch nicht einen Leserbrief geschrieben, dass ich vielleicht, nicht, ja, ne? Ja, nicht, dass ich vielleicht mit dieser Libido da mal lässig mit hätte, ne, und auch politisch sind wir astrein, nicht, kein Student in der Familie, ne, nicht, also, ja, ich, sowas kommt bei mir gar nicht in Frage. Tochter haben wir auch noch jetzt verheiratet gekriegt, ne? Also satt ist, dass ich auch in diesen Punkten die Familienehre da wieder ganz schön in der Reihe gebracht ist, nicht? Und ja, sehen Sie, so ist das bei mir zu Hause, also wirklich ein Hort des Friedens und der Ordnung. Aber jetzt gucken Sie mal in der Zeitung rein. Nicht, das wimmelt doch von diesem Pluralismus. Und bitte, jetzt sind wir schon beim Thema beinahe. Ne? Ja, jetzt Herrschaften,
Die geschichtliche Aufgabe der Zeitung ist ja, also, wie soll ich Ihnen das erklären? Eine vielschichtige Angelegenheit, nicht? Oder anders ausgedrückt, also, dient die Zeitung ja den Dienste der Allgemeinheit, nicht so als geistlichen Ordnungsfaktor. Oh Junge, ich hatte das alles so schön eingebimst, ne? Ehrlich, ne? Mein Wissen um die Dinge dieser Welt, nicht so Sätze kamen davor. Und jetzt ist, nicht, ja, war nämlich die Zeitung ja zwischen mir und der Welt ist, nicht, oder steht, nicht, also schon mal Bescheid schreiben tut, nicht, was los ist im Leben, nicht, auch beim Mensch bleiben behilflich ist, nicht, so doch Horoskope, nicht, Lottozahlen, nicht, dann was uns der Hausarzt rät, nicht, oder für die Hausfrauen, nicht, Sonderangebote, also Konsum, nicht, diese preiswürdige Schleudergebote, nicht, ja, dass man dann gewappnet ist und diesen Pluralismus nicht von dem Boxhorn jagen lässt, nicht? Also bitte, der Tageszeitung, sicher, der Illustrierte, nicht, die, wenn die so mit ihren nackten Mädchens da zugange sind, ne? Da guckt man ja auch schon mal vorne drauf, ne? Aber was hätte ich davon? Nicht, ja, sehen Sie mal, selbst wenn ich meins wegen Witwer wäre, ne? Ich meine, an sowas komme ich ja doch nicht dran, ne? Und wenn schon mal politisch was an Qualmen ist, oder ist wieder ein schöner Spion hops gegangen, nicht? Ja, das lese ich ja doch lieber wie diese Sittlichkeitsdelikte, ne? Ja, aber das kommt doch in der Illustrierten manchmal 3-4 Wochen später fangen sie erst mit an, ne? Und deshalb ist also für meine Meinungsmache oder Einbildung, nicht, die Tageszeitung immer noch am wertvollsten. Auch Fernsehen, schön und gut, nicht, aber ich kann doch im Fernsehen nicht mit dem Garten nehmen, nicht, oder im Bus oder auf Toilette, nicht, ja, ne, ja, nicht, wo ich so in stille Stunden der Besinnung dann schön gucken kann, wie die Welt am Laufen ist, alles, ne? Und auch Sorgen machen um die Gegenwart der Zukunft. Ja, eine ehrliche Herrschaft, nämlich was heute passiert in der Welt. Also manchmal ist man direkt, was sich die Menschheit da nur vorstellt. Alleine Chinesen, nicht? Ja, die sind doch mit ihrer Vermehrung zugange, nicht? Also wieder irren. Nicht, dass sie vielleicht eines Tages alle auseinanderplatzen, nicht, bei dieser berühmten Bevölkerungsexplosion, nicht? Nicht, und muss man vorstellen, wenn die dann alle angewackelt kämen bei uns, nicht, mit ihren roten Büchschen in der Hand, ne? Ja, bitte, dann hätten wir den Salat. Nicht, die meisten können sich das gar nicht vorstellen, nicht, aber ich persönlich bin ja neulich mal eigenhändlich mit meiner Gattin, habe ich das ausprobiert. Nicht, und zwar ist aber uns jetzt die neue Wirtschaft oben in der Bottroper Straße, nicht, Spezialitätenrestaurant Shanghai, ne? Und da sind wir mal hingegangen, dass wir mal ausprobieren, wie das Essen denn schmecken täte, wenn wir erstmal alle Chinesen sind, ne? Ja, aber sieh, das geht schon los mit der Speisekarte, die ganze Schikanen, nicht? Also da hatten sie mindestens, ach, da die Lüge, 200 Essen drauf gedruckt. Nicht, aber in eine Schrift, also wie wenn ich eine Brieftaube in der Tinte tunke mit den Füßen, nicht, und dann über ein Papier jage, ne? Ja, nur so aus Gnade hatten sie auch noch in Deutsch hintergeschrieben, nicht, so Haifischflossen doppelt gebacken, nicht, mit süß, sauer und Mandeln bei. Nicht, dann wollte unser Mama dann bestellen. Ich sag, du bist doch bekloppt. Nicht, die alte Fischmauken hier. Nicht, ja, noch, ne? Ich sag, warum müssen sie denn doppelt backen, weil sie mit einmal nicht weich kriegen, ne? Nicht, ja, ne, also, ehrlich, sie, aber da war kein Kotelett bei, kein Schnitzel, keine Bratwurst, ne?
Also ich kann verstehen, dass die Iwans diesen Mao Zedong aber nicht mehr leiden können. Ne? Und dann fragt die den Ober, nicht der Oberkellner bei diesen Chinesen, ist ja der Paul Kozlowski, nicht? Der war früher bei uns auf der dritten Sohle als Telefonist. Nicht? Und sag ich, ja, was soll ich denn jetzt mit meinem europäischen Magen, nicht, für dass ich kein Sodbrennen kriege? Ich habe mein Rindfleisch mit Bambus ging am besten, ne? Aber haben wir uns nicht verführen lassen. Ich habe Schweinefleisch mit Pilze, weil dachten wir, das käme vielleicht aus der Dose, dass sie nicht ganz so wie viel dabei versauen könnten, nicht? Ja, aber sie denkst du, die Pilze, also das war, wie wenn ich in den Garten die Blätter zusammenhake im November, nicht? Und so schmeckte das auch, nicht? Ja, und der Reis, das war kein Zimtreis, nicht so Milchreis, schön weich, ganz harte Körner, nicht? Und Kartoffeln kannten die überhaupt nicht. Nee, und dem wollte der Paul, so tat er so ganz gnädig, ich sagte, wenn wir als Chinesen noch Anfänger wären, ich wollte uns Löffel und Gabel bringen. Ich sag, nee, ich sag, wir wollen ja gerade ausprobieren, wie der Notstand funktioniert. Nicht, wenn die mal erst ankommen mit ihrer Mao-Bibel, nicht, dann ist mit Löffel und Gabel auch nichts mehr zu retten, ne? Na ja, brachte uns diese Stöckskes, ne? Ja, unsere Mama, die hatte ja ein bisschen Routine durch die Stricknadeln, ne? Na, ehrlich, hat sich schon mal noch mal vertan und ein bisschen von den Reis in der Nase geschoben, ne? Aber sonst kriegte die ein ganz schönes Tempo da, legte sie vor beim Reinschieben. Bei mir ging das ein bisschen schwieriger, nicht? Wenn ich die Klötzkes vorne zusammen hatte, ich ja eh, dass ich am Mund war, war das Fleisch wieder auf den Teller gepatscht, ne? Aber da habe ich ein ganz schönes neues System bei erfunden. Ich hab dann das Fleisch auf den Teller aufgespießt, nicht? Und einfach so wie Schaschlik durch die Zähne gezogen, ne? Das fluppte da ganz prima. Ja, aber für zwei Mann nicht 13,20 Mark Rechnung. Hinterher noch den Anzug reinigen, 11 Mark. Ne? Ja, und dann musste man ein Bütchen und eine Knackwurst, weil wir nicht satt geworden waren. Nee, also Junge, geh mir weg mit den Chinesen. Ich sag schon, wenn die nach Gelsenkirchen kommen, ich, dann zieh ich aber um nach Wanne-Eickel. So. Ja, und sehen Sie, diese ganzen Probleme, nicht, wenn ich die Zeitung nicht hätte, da würde sogar ich manchmal nicht schlau draus werden. Sicher, meine, im Fernsehen, nicht, zeigen Sie ja auch schon mal allerhand Sachen, nicht, wenn so der Professor Schiller einen erzählt, wie er mit seinen flankierenden Maßnahmen den Möpse wieder auf die Beine hilft, ne? Nicht, ja, aber, ne, Herrschaften, ne, jo. Ja. Nicht, das geht doch so schnell im Fernsehen. Ehe, dass ich da ein bisschen kapiert hab, ist meistens schon eine Wetterkarte, ne? Nicht? Ja. Und, ne? Ja, und den zeigen sie ja auch nicht alles, nicht? Jetzt neulich, sie. Im Fernsehen zeigen sie die wenigste Sache, wie der Paul Küppers, wie sie da eingebrochen hatten, nicht? Junge, du, das sah doch einen anderen Morgen aus, nicht? Wie Soda und Gomorra, ne? Hatten sie eine ganze Ölfarbe auf der Diabetiker-Schokolade, nicht? So ein Glas Babyspinat kaputt, oben eine Decke, das war alles voll grüne Sommersprossen, nicht? Also ein Pluralismus, schöner geht das gar nicht. Ja, aber bitte. Da stand bei uns in der Tageszeitung zwei Fotos und einen ganz langen Artikel. Und in Fernsehen nix. Nicht, ja. Ne? Stattdem zeigten sie wie so einen afrikanischen Minister da in Bonn aus dem Flugzeug krabbeln. Ne? Ja, ich meine, das passiert doch alle Tage. Nicht? Aber wer weiß, wann dem Paul Küppers wieder so ein schönes Malheur passiert. Ne? Nee. Ja. Und da können Sie sehen, dass die Tageszeitung also wirklich am besten weiß, was im Ernstfalle doch los ist im Leben. Ich, natürlich, meine, es gibt ja Leute, die sind da so ein bisschen anderer Ansicht. Zum Beispiel der Ellersieg, nicht bei unserem Verein, der sagt also, jo, da wäre auch nicht alles Wahrheit, was die in der Zeitung von sich geben.
Und hauptsächlich mit der Annonce, nicht? Der ist auf Rente gesetzt, nicht? Und hat nicht viel zu tun. Seine Frau ist wohl auch nicht so ganz gesellig, nicht? Und, ja, da hat er jetzt auf so eine Annonce geschrieben, nicht? Sagten sie, vielseitig interessiertes Ehepaar sucht Gleichgesinntes mit fotografischen Neigungen. Ich, ja, nur hat er telefoniert, nicht Termin ausgemacht, ist er dahin mit seinem Fotoalbum und dann arm, die Frau auch mit. Nun sagt er aber, das wäre in der Zeitungsanzeige alles gelogen gewesen. Nicht, die wären gar kein Ehepaar, nicht, sondern lebten richtig in so einer Onkelehe. Nicht, und dass die Dame abends um 8, 9 Morgenrock gewesen wäre. Nicht, und hätte gleich so pluralistische Andeutungen gemacht. Nicht? Ja, ich sag, das, hör mal, das war eine Ausnahme. Ich sag, bitte, ich lese auch die Zeitung. Nicht, und wie vorige Woche der Rektor Klusenbräuker gestorben ist. Ja, aber das hat doch hundertprozentig gestimmt, ne? Mich, ja, mich, ne? Ich sag, oh, Junge, ich hab ne Zunder gegeben. Ich sag, weißt du denn überhaupt, dass wir in einer Zeit leben? Sowas hat's noch nie gegeben. Ich sag, weißt du, dass du in Bonn längst eine Nummer bist? In eine Lochkarte rein? Nicht, und dass der Knöpfchen drücken muss und schon spucken die Elektronen da deine Schuhgröße am Schreibtisch? Ich sag, oder unsere Jugend? Nicht, wenn in Hamburg eine Studentin von Richter steht, gleich kommen 10 andere, knöppende Bluse auf, fangen am Singen an. Ich sag, das sind doch die nackten Tatsachen, nicht, wo wir uns heute mit rumschlagen müssen. Nicht, die Amis sind am Mond, die Ärzte verpflanzen die Herzen wie Radieschen. Nicht, vielleicht, dass wir in 10 Jahren schon Frikandellen aus Seetank essen. Und ich sag, die Probleme willst du meistern, wenn du nicht mal Zeitung liest? Ich sag, weißt du überhaupt, was eine Währungspatrität ist? Nicht, oder wie das heißt? Oh, Junge, da hat er geguckt, ne? Nee, wenn ich jetzt mal zusammenfassen dürfte, meine Wertefestansammlung. Nicht, wir alle leben in einer Zeit, dass einen aber Angst und Bange werden könnte, wenn sie einen Bescheid sagten, was los ist, ne? Ne? Ja. 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 Ich meine, die schönen Tage, nicht, wo wir so in Felle gehüllt unser Met tranken, nicht ganz friedlich mit den Keulen aufeinander losgingen, nicht, diese schönen Tage von Aranjuez sind doch zu Ende, nicht? Ich meine, damals war die Welt noch in Ordnung, aber da hilft doch kein Jammern. Nicht, die Eieruhr der Weltgeschichte ist doch schon mal wieder am Laufen, dass die ganze Menschheit gar nicht kapiert. Nicht, und deshalb muss die Zeitung, sag ich Ihnen, der Kolle des Alltags sein und uns aufklären, was die Stunde geschlagen hat. Nicht, denn wollen wir den ganzen modernen Käse im Gehirn des Menschen nicht auf Vordermann bringen. Nicht unter Winterhilfe. Oder wie sagen wir heute, Lebenshilfe, ne? Veranstalten, ja, da werden wir doch den Karren der Zukunft nie aus dem Dreck ziehen. Ich meine, ich weiß Bescheid, aber hier die Politiker, nicht diese ganze hohe Herren da oben, die müssen aber den Pluralismus mal anständig mit Druckerschwärze am Butterbrot geschmiert kriegen, dass sie endlich am Riemen reißen. Und deshalb stelle ich jetzt hier und heute den Antrag, auch im Namen von Hunderten von Abonnementen, nicht, dass die Zeitung weiter den Segen der Menschheit und die Zukunft am Ball bleibt, für dass wir eines Tages mit unseren Kindern und Kindeskinder in den Ruf ausbrechen, ein freies Leben führen wir. Ein Leben voller Wonne. Augenblick, war, ja, ne, das war schon alles, ne? Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, ne? So,